So, dann willkommen zurück zum Rennen mit den Leuten wie zuvor. Ich glaube, soweit ist alles eingestellt, das heißt, wir können anfangen. Vergiss den gruseligen Kameramann nicht. Der gruselige Kameramann. So, mal gucken. Ich habe mal gucken, wie der Start geht. Wow. Das ging ja schnell. Das ging schnell los. Hemmelt dein Bombenstart, ey. Oh! Oh, ich werde gedreht! Ja, Hemmelt. Cool. Da habe ich schon einmal einen halbwegs guten Start, dann werde ich trotzdem gedreht. Und Mirok, was konntest du sehen da? Wie ist das gelaufen mit Hamilton? Das Hamilton war und Daniel. Und hat sich eingehakt. Ja, ich weiß nicht, ob Daniel vielleicht keinen Platz gelassen hat oder ob Hamilton reingestochen ist. Das konnte ich nicht auswerten von meiner Position. Okay. Hui. Na, läuft, geht gut los wieder. Yay. Ja, Hamilton hatte einen sagenhaften Start. Wahrscheinlich war er so hyped, dass er halt quasi noch mehr machen wollte. Er hat auch einen guten Start gehabt. Ich hab gesehen, dass er einen ziemlich heftigen Start hatte. Dabei bin ich offiziell Letzter. Ja, das Feld ist noch, Daniel, das Feld ist noch eng zusammen. Du kannst jetzt ein bisschen aufhören, wenn du aufpasst. Also in dem Sinne, du bist jetzt direkt wieder an dem Feld dran. Das heißt, du bist jetzt nicht irgendwie meilenweit weg. Also ist natürlich scheiße, aber ich will es ja quasi in dem Sinne noch so positiv wie möglich reden. Ja, passt da. Ich sage ja, ich habe innerlich halt auch schon aufgegeben, von dem her. Passt da schon. Die Straße kenne ich. Ja, ist halt schade, weil Daniel hat auch einen recht guten Start und so im Vergleich zu den letzten Malen. Das heißt, ich hätte natürlich am liebsten einen Renault-Doppelsieg gefeiert. Ist jetzt leider außer Frage. Außer es passiert jetzt viel Chaos oder so. Was ich. Naja, kann ja passieren in dem Sinne. Aber ich sollte jetzt erstmal meine Führung nicht für garantiert nehmen. Boah, Heck, bleib hier. Und sehr vorsichtig fahren. Huch! Oi, oi! Oh! Und was ist mit Hamilton passiert? Ist er auch gefickt worden dadurch? Nee, Hamilton ist hier. Der steht hinter mir. Okay, aber war ja eigentlich in dem Sinne schon Dritter. Und das heißt, dadurch ist er auch auf welchem Platz? Auf dem vierten oder fünften? Der ist Vierter, ja. Okay. Weil diesmal hatte ich nämlich überhaupt keine Schuld dieses Mal. Glaube ich. Zumindest also indirekt. Ich konnte es nicht genau sehen, inwieweit du vielleicht zu weit zugemacht hast oder er einfach durchgefahren ist. Ich erinnere mich halt an China, deswegen, ja, aber ja, wahrscheinlich. Ja, das werden wir dann, also ich werde mir natürlich anschauen und so, weil ich interessiert bin. Ja, und ich bin in. Ich weiß. Ja, kennt ihr natürlich die frischen Reifen. Ich wollte gerade sagen, das ist hier Toro Rosso Team-Duell, aber eigentlich ist es kein Duell, weil Kelly die weitaus frischen Reifen hat. Noch eine andere Boxenstrategie fährt. Nicht frischer. Ja, ihr wisst trotzdem, was ich worauf ich hinaus will. Die weichen Reifen fährt Kelly, deswegen ist er natürlich weitaus schneller als Mjörg. Es wird dann zum Ende des Rennens hin spannend, wenn Mjörg dann auf Kelly aufholen muss. Vielleicht ist er ja so schnell, ne, wer weiß. Ja. Weiß, ob er noch schnell genug wäre, um mich zu holen. Ja, und das gibt keine Warnung, ist klar. Warum werde ich eigentlich nur verarscht die ganze Zeit, ey? Ja. Ich würde es nicht mal verarschen nennen, ich würde es aber nur extremes Pech nennen. Ich würde es verarschen nennen. Mach keinen Scheiß da hinten, ey. Ich flüge da jetzt auch ohne groß nachzudenken, mehr oder weniger aggressiv durchs Feld durch, weil jetzt muss ich ja. Ja, du musst jetzt nicht aggressiv durchfliegen, sondern du musst eigentlich gar nichts, aber es wäre ja schön, wenn du in die Punkteränge wieder zurückkommst. Ja, das Oh, da hab ich mal... Da ist Scheiße. Ja, siehst du? Ist auch nicht gut. Das war zum Teil meine Schuld, ey. Ich bin gerade ein bisschen hart reingefahren, weil die da irgendwas gemacht haben. Safety! Daran bin ich schuld. Okay. Daran bin ich schuld. Aber das ist funktioniert. Okay. Das ist perfekt für jemanden wie mir hier und ziemlich scheiße für mich. Weil da bin ich einem reingefahren, das war halt mein Fehler.
Ihr habt auch einen orangenen Flügel. Roten Flügel. Ja, unbeschädigt. Ein Frontflügel ist beschädigt. Da wird die Performance. Okay, ich muss in die Box. Ich hole mir den gratis Stop durch das Safety Car. Änderung bestätigt. Ist angekommen, bestätige. Runde 4 auf Supersoft, ja, statt 7, machen wir so. Das ist gar nicht mal so tragisch, das hier ist Kanada. Ja, aber das war halt echt meine Schuld. Das war zum Großteil zumindest. Da war ich viel zu aggressiv. In dem Sinne, 3 Runden früher rein geht halt, wir sind hinterm Safety Car, dadurch haben wir auch noch einen gratis Boxenstopp, wir sparen in dem Sinne 20 Sekunden ein. Das lohnt sich definitiv. 2,5, das ist ein guter Stopp. 2,6. In dem Sinne ist das für Mjork jetzt. In dem Sinne in dem Sinne beißt Mjork jetzt seine Strategie, in dem Sinne ein Arsch. Natürlich ist es halt einfach Pech für ihn jetzt. Weil er kann halt nicht mit den auf Ultrasoft zu früh wechseln. Kann ich schon, aber ich hätte mich jetzt auch anstellen müssen. Das hätte zeitlich überhaupt keinen Sinn gemacht. Ja. Okay, ich weiß jetzt nicht, ob du auf Ultrasoft bis zum Ende gekommen wärst. Oh, ich denke schon. Ich fahr nicht los! Ja. Hallo? Safe, unsafe release. Los, los, los! Ich. Oh, fuck. Ja, ich sehe es auf der Karte. Aber in dem Sinne. Was wollte ich sagen? Ich weiß jetzt gar nicht, wen hast du gekillt, Daniel? Ich weiß es nicht mehr genau. Ich sind noch alle dabei, hat keinen gekillt. Mhm. Aber ich bin halt einem echt reingefahren, weil die das so ein bisschen komisch sich zwei verhakt haben. Das war halt mein Fehler. Wenn irgendjemand quer in Monaco steht, kommt kein Safety Car, aber wenn ein paar sich kurz crashen und jemand ausfällt, kommt Safety Car. Finde ich witzig. Aber dadurch der Bug, dass Safety Car nicht funktioniert, ist es nicht da. Und besteht nicht. Da bin ich halt wieder letzter, aber naja, was soll's. Weil ja, ich halt du bist halt jetzt Safety Car, deswegen ist es gar nicht in dem Sinne. Die Abstände sind halt ziemlich gut. Ist ja nicht so, dass ich schon dahinter bin. Na komm, dann kann ich ja nicht auf Mager fahren, ey. Mach schon die ganze Zeit. Okay, und Mjork geht rein. Sekt oder Seltos? Sekt oder Seltos? Aber er muss die Chance, dass ich nicht ganz hinten lande. Ja, das ist für mich halt das Schlimmste in dem Sinne. Klar, ich kriege jetzt einen gratis Stop, aber jeder hat den gratis Stop genommen. Ja, ja, das sind alle reingefahren. Dadurch ist auch Safety Car schneller! Dadurch ist mein Schnauze Hamilton! Dadurch ist jetzt mein Abstand komplett negiert. So. Ich hatte einen ziemlich komfortablen Abstand vor Caddy und Safety Car Break testet nie. In dem Sinne, und jetzt habe ich halt einen Neustart, den Caddy direkt im Nacken. Was gefährlich für mich wird. Na, da bin ich in der Kolonne. Hey Katie, lass dieses Mal nicht crashen, okay? Crasht mal bloß. Ich hab's nicht vor. Also in F1 16 war das Safety Car ja immer 3 Runden draußen. Oh, ich bin echt nervös, hinter den Leuten hinterher zu fahren. Ich will die nicht reindonken. Ich frag mich auch, was dann am Ende des Rennens mit New Yorks Reifen so, wie es da so steht. Safety Car kommt in diesem rein. Machen wir uns wieder für das Rennen bereit. Wenn das Feld beschleunigt, denk daran, dass bis zu den grünen Flaggen Überholverbot herrscht. Safety Car kommt in dieser Runde rein. Ja. Ich hab ihn da rechts. Bottas ist raus. Oh lol, stimmt. Boah, das habe ich. Also, ich will jetzt nicht wieder die Kuppe Arroganz rausholen, aber den Neustart habe ich ziemlich gut gemanagt. Ich bin quasi genau da, wo du das Safety Car in die Box gefahren bist, bin ich über die Safety Car Linie gekommen. Das war ziemlich gut getimed. Boah, mach keinen Scheiß! Boah. Aber ja, ich merke gerade, wir hatten ja auch einmal die Diskussion darüber gehabt. Ich merke auch hier in Kanada, dass man mit Standard, was ich hier mit Standard Benzin dazu bekomme.
Das ist interessant. Jo. Kommt auf die Strecke halt an. Hm. Wow, ja, ich hatte einen riesigen Lag. Hast du es gesehen, Kelly? Ja, ich hab dich gerade ein bisschen springen sehen. Ich hab mich gefragt, hä, wo warst du denn? Und jetzt bräuchten wir gefühlt eigentlich einen Safety Car. Na, ja, das ist er despawned. Oh. Oh. Magnussen ist von zwei Positionen vor mir, 2 Millimeter vor mir aufgetaucht. Oh. 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 Okay. Sex. Bullshit, Ericsson. Ich hasse diese KI in diesem Spiel. Man darf halt nicht mit der so irgendwie ins 14. Ja, die KI ist scheiße. Änderung, aktuelle behalten. Änderung, aktuelle behalten. Bestätige. Nein. Die KI ist einfach scheiße, ganz ehrlich. Also das, was Van Dorn hier gerade abgetrieben hat, würde ich das unterstreichen. Ja, das habe ich jetzt noch nicht erklärt, das mache ich noch. Ja. Er hat zwar jetzt wieder einen angeschlagenen Frontflügel, aber ich fahre nicht in die Box. Definitiv nicht, das war Verschwendung. Wie hart angeschlagen? Orange. Hm. Na, Kanada ist, hast du halt Glück, dass du nicht so viel Downforce brauchst, brauchst du mehr Abtrieb. Ja, ich kann aber trotzdem schlechter fahren. Also wenig Abtrieb. Ich hasse dieses Spiel. Und wir sind zum Beispiel in China oder in Malaysia, dass du auf jeden Fall in die Box kommen müsstest. Aber in Kanada kannst du es versuchen. Werlein blockt Ricardo übelst. Ich kann nicht! Okay, was kannst du nicht? Ich bin, ja, okay, die redet gerade mit dir. Jeder macht das. Das ist gut. Was tut jetzt? Na, ich glaube, das ist natürlich gerade ein bisschen unfair, wenn man merkt, wie Kelly gerade abgelenkt ist. Ja. Mein Abstand wird ziemlich groß. Bremst doch mal ein bisschen. Ganz normal, Bremst doch ein bisschen. Ja, genau. Zum Beispiel, ich kann auch nochmal den Neustart erläutern. In dem Sinne, der Neustart nach dem Safety Car ist halt so, der Führende bestimmt das Tempo. Und der Führende darf halt das Safety Car nicht überholt haben, bevor das Safety Car in die Box gekommen ist. Dafür gibt es auch extra auf der Strecke, auf der Startzielgeraden, so eine Linie, die nennt sich halt extra, die, glaube ich, die Safety Car Linie oder ähnlich oder sowas. Und die ist halt kurz nach, zum Beispiel für Daniel, die ist kurz nach der Wall of Champions Kurve, ist da so eine weiße Linie auf dem Boden, das ist die Safety Car Linie. Und halt, zum Beispiel, ich war halt der Führende, ich hatte das Tempo bestimmt und ich kann halt so schnell fahren, wie ich will. Nur ich darf halt nicht das Safety Car überholen. Und ich habe dann halt gewartet, bin sehr langsam gefahren, weil alle hinter mir bleiben mussten. Und dann habe ich quasi ein Gamble gemacht und gesagt, boah, mal schauen, vielleicht kann ich das gut timen. Bin dann Vollgas losgefahren. Und so, die anderen haben dann, ich habe halt erstmal quasi sehr langsam gefahren, dass die anderen auch langsam fahren mussten. Dann plötzlich Vollgas und habe es dann quasi fast perfekt getimed. Das halt, das Safety Car ist dann gerade reingekommen, als ich dann über diese Linie gekommen bin. Und dann hatte ich schon, dadurch, dass ich diesen einen plötzlichen Start gemacht habe, was man halt so in dem Sinn abwägen muss, hatte ich dann schon einen kleinen Vorsprung vor Keldi, der bestimmt schon so eine Sekunde war. Ja, und den wirst du auch behalten. Hm, danke, dank göttlicher Intervention. Und weil ich gerade äußerst nett abgelenkt wurde, habe ich die Reifen mit einem sehr harten Verbremser leider komplett unnütz gefahren. Hm. Jetzt kann ich nur hoffen, dass ich die 3 Sekunden seltsame Strafe auf Hamilton irgendwie noch raushole. Na. Im Sinne, ich hatte schon einen kleinen Vorsprung dann durch den Neustart, aber dann kam natürlich die Ablenkung. Das hat man, habe ich noch gemerkt. Und so natürlich, man kann dann nicht mehr 100% konzentrieren und der Abstand wurde halt immer größer und größer. Ja, und ich kann mich nur noch entschuldigen, ich weiß auch nicht, was los ist. Das ist für mich unbegreiflich inzwischen. Naja, also kaum für. Kaum ist die Ablenkung weg, schon halte ich zumindest mit der Zeit mit. Mhm. Also Daniel, du hast gerade irgendwie so eine KD-Saison. Ich habe gerade die Wall of Champions leicht touchiert. Aber nur leicht, das heißt, alles heil. Das Symbol ist, du bist nur kurz davor, Champion zu werden. Stürzt dich komplett in die Mauer und dann ist das dein Destiny.
das mit Destiny? Och nee. Okay, dann nicht. Na, meine Aufholjagd ist halt auch schwer mit dem Reifen, mit dem Flügel nicht reifen. Hm. In dem Sinne, weil, ich meine, für den Aufholjagd hast du auch selbst zugegeben, dass du ein bisschen zu aggressiv warst und so und dadurch dir den Frontflügel eingehauen hast. Ja, aber sonst wäre ich ja auch nicht vorwärts gekommen, also ich musste ja. Ja, man kann das auch, ich meine, du hast genug Rundenzeit oder so, weißt ich du? Ich hab nicht genug Rundenzeit, nicht da, wo ich war. Eigentlich schon, das war ja kurz nach dem, in dem Sinne, das war ja noch ein, nach der ersten Runde. Also, ich meine, es war Runde 4 oder so, da hattest du noch 14 Runden Zeit, um halt Stück für Stück dich vorzuarbeiten. Ich meine, es war nicht, dass nur noch 3 Runden übrig waren. Weißt du, was ich meine? Naja. Wie sieht's denn bei den Toro Rosso-Fahrern aus? Ich durfte nochmal die Box begrüßen. Okay, hast du Frontflügel? Ja, natürlich. Okay. Und Mihawk? Ich bin Vierter hinter Raikön. Ah, okay. Ja, und wie sieht's bei den Reifen aus, Mihawk? Und ich komme mitten im Krieg raus! Mitten im Civil War von Magnussen und Verstappen! und K-Mack! Ah, ich hab mir meinen kompletten Flügel kaputt gefahren dadurch durch die Aktion jetzt. Ich hab's zu spät bemerkt. Scheiße. Was hast du zu spät bemerkt? Ja, dass da irgendein Unfall mit Kelly war. Ich war zu dumm. Oh. Ich bin raus. Na, ich kann jetzt versuchen, ohne Frontflügel durchzufahren. Ja. Oder nochmal auf Ultrasofts wechseln und dann Bestes probieren. Ich meine, ich bin halt jetzt kurz nach Anfang der... Ohne Frontflügel funktioniert es leider null, Daniel. Nicht mehr. Zu 14 hättest du es probieren können, hier nicht. Da bin ich ganz ehrlich, bevor du rauscrashst. Na, ich sag ja, ich muss jetzt eh noch mindestens eine Runde fahren. Wobei ich sogar relativ gut klarkomme gerade, muss ich sagen. Interessant. Ich probiere. Ja, K3 können gut. Ich könnte es probieren, ich bin mir aber echt nicht sicher. Ob ich das... Ich meine, ich habe jetzt eh nicht mehr viel zu verlieren, von dem her kann ich es probieren. Wenn du meinst. Wie viel bist du denn, Daniel? 10. jetzt. Durch die Shenanigans bei Kelly da. Hm. Ich probier's jetzt. Weil sonst bin ich außerhalb der Punkte und so kann ich wenigstens vielleicht einen machen, wenn ich Glück habe. Also ich, es ist jetzt echt risky, was ich mache, aber ich probiere es. Also, Mjörg, du wurdest unterbrochen. Wie sieht es bei deinen Reifen aus und Raikön und so weiter? 19% haben meine schlechtesten Reifen momentan. Okay, meine schlechtesten haben 28%. Und ich bin okay. Vor Raikön. Ich zieh den sogar, glaube ich, ein bisschen weg. Interessant. Ich muss halt echt hart vorsichtig fahren, aber ich könnte es vielleicht schaffen. Okay, der hat wirklich einen DNF oder? Nee, aber er hat einen harten, fährt er noch hat einen harten Unfall gebaut. Okay. Anscheinend war wieder der berühmt-berüchtigte Kevin Magnussen daran involviert. Okay, der hat schon viele Male mit denen zu tun gehabt. Das stimmt. Kein Bock mehr! Oh, das wird jetzt ein Kampf, ey, was ich mir da vorschlage. Aber wenn das klappt, ey, dann hui, dann kann ich halt froh sein. Dann feiere ich ein bisschen. Kelly, ich will nicht die Laune verdämmen, aber das nächste Rennen ist Aserbaidschan, da wird's noch besser mit KI und Crash. In Aserbaidschan werde ich nicht abgelenkt, hau mir die Nase ein, hau mir aufgrund von Bremsplatten zweites Mal die Nase ein, komm im Verkehr raus zwischen Massa, Magnussen und Verstappen, den drei absolut fiesesten Fickern der westlichen Hemisphäre, wo Kevin Magnussen natürlich denkt, haha, ich dreh dir mal den Reifen weg. Boah, bin ich geraged. Boah. Und ich kann man das boah, ich muss aufpassen, dass mir keine Ader platzt. Und ich hab halt zu spät geschaltet, war halt hinter dieser ganzen Gruppe und bin halt dann voll hinten reingefahren. Ja. Das war halt mein Übermann.
Also Caddy, ich kenne auch das Sprichwort, also das Stichwort hier göttliche Intervention in Kanada. Ich meine, jeder kann sich daran erinnern an meinen, in Anführungszeichen, Motorenplatzer in der Führung. Der war geil. Ja, der war echt geil. Na, natürlich, habt ihr den alle sehr doll gefeiert. Ich weiß gar nicht, mit welcher ich ins Ziel kam. Der hat mir dann am Ende natürlich, der hat mir diese 25 Punkte haben am Ende für die WM gefehlt, will ich nochmal sagen. Wow, ich bin echt verwundert. Ich bin echt verwundert, wie gut ich fahren kann. Ich bin echt überrascht. Also ich komme relativ gut voran sogar, muss ich sagen. Obwohl ich keinen Frontflügel mehr besitze. Interessant. Da möchte ich Cooper zitieren, Daniel kann auch gut fahren. Oh Mann. Wer kommt denn da aus der Box? Das muss Kelly sein, oder? Ja. So, ich rutsch voll rum, weil ich nach hinten gucke. Also klar, ich muss natürlich langsam fahren wie oder ich muss natürlich vorsichtig fahren wie Sau, aber ich komme irgendwie durch, ich überlebe. Und das ist für mich die größte Überraschung überhaupt, dass das so gut, dass ich da so gut mit klarkomme. Ich kann es ja nochmal sagen in der Aufnahme, mein Frontflügel ist einfach nur komplett dunkel. Also geht gar nichts mehr. Läuft. Er ist sozusagen nicht mehr vorhanden. Ja, er ist nicht mehr vorhanden. Und ich ziehe, glaube ich, sogar Magnussen und Co. da hinten weg. So ein bisschen. Ja, mein schlechtester hat jetzt 36%. Weißt du, da hat man sich das bescheidene Ziel gesetzt, vor der KI zu bleiben. Und dann wird man so abgelenkt, ey. Das ist natürlich bitter, weil... Bitter ist kein Ausdruck. Meine... Wäre auch ziemlich im Rage, wenn mir jemand den ganzen dann von der Seite anplappern würde. Und natürlich, Und dann mal, einem noch mit... Ich höre. Schau dir den Nerven, Kelly. Sinne, ja. Ich bin mir sicher, die meisten, also die meisten, in meinem Altersbereich, die halt schon im Jugendalter viel gezockt haben, wissen genau, wie, was bestimmte Personen von sowas halten, nämlich gar nichts. Also, es soll jetzt egal, ob du irgendeinem, irgendwie mit jemandem einen Termin festgesetzt hast, das ist nur im Internet, das ist nicht wichtig, oder ist egal, ob der jetzt irgendwie da irgendwo rauscrasht oder so ein Scheißspiel oder so. Deswegen, im Grunde genommen ist es ja so, aber klar, man möchte natürlich in dem Sinne, man ist ambitioniert einfach. Man möchte halt erfolgreich, so erfolgreich sein wie möglich. Also ich auf jeden Fall. Ja, logisch. Deswegen. Und andere Menschen, ja, ich kann verstehen, dass andere Menschen es nicht verstehen, aber ja, in dem Sinne. Gamer sind leidenschaftlich über ihre deine Mutter, Junge! Oh! Wir wachsen gleich gelbe Haare aus dem Schädel. Sofa. Die stehen mir zu Berge und es und die Bude hier auf einmal explodiert in seine Atome. Und hey, Mjörg hat sich auf den zweiten zurückgekämpft. Wie sehen deine Reifen aus? Warte, hast die World of Champions nicht drin? Schlimm! 33, der schlechteste. Ich mein, schau auf meins. 41, das schlechteste. Also da seht ihr den Fahrstil. Cooper vs. Mjörg. Coopers Reifen komplett am Abnippeln. Und ich habe auch noch die härtere Version. Ja. Ist immer wieder faszinierend zu sehen, wie brutal ich aber zu meinen Reifen bin. Aber vielleicht ist das ein Rezept für Schnelligkeit, hoffe ich doch. Weil, wenn das nicht Schnelligkeit wird, dann... Was aus. Ich schaffe es wahrscheinlich wirklich, ohne Frontflügel Zehnter zu werden, ey. Puh. Das wär witzig. Was waren deine schnellste Runde, Gruppe? 1.16, 1.76. Ich habe 1.16.4. Ah, okay. Deswegen. Ja, ich glaube, die habe ich ja auf meinen Ultrasofts gemacht, vor der Safety-Car-Phase. Ja, die kommen nicht an mich ran. Die kommen nicht an... 4 dürfte ich vor zwei Runden gehabt haben oder so. Die haben keine Chance. Die kommen nicht an mich ran. Witzig. Eriksson verteidigt innen, obwohl er überrundet wird. Eriksson fährt quer über die Wall of Champions, macht aber Platz. Und damit fahre ich zu meinem ersten Sieg in Canada! Woo! Hey. Vor allem immer. Fährt der freundlicherweise applaudiert, ey. Ja, da bleibt mir nichts anderes übrig. Nach dem Safety Car weggekommen und naja.
Danke sehr. Sportsfreundlich. Was bleibt mir noch anderes übrig? Aber auch, satte 13 Sekunden. Also Daniel und Katie Probleme, Mirok halt durch die Reifen. Guck mir mal zu, guck einfach mal zu. Guck mir mal zu. Los, Daniel Ricciardo, Daniel K. Ich müsste kein Daniel. Na, bei mir hast du nur noch die Hälfte. Ja. Auf jeden Fall ist. Bei mir hast du so die Hälfte hast du noch dran. Die andere Hälfte ist noch drauf. Ja, rechts ist weg. Ja, sehr witzig. Und da hinten ist dann Magnussen. Und ich werde sehen, da ich hole mir einen Punkt. Also ich bin sogar, muss ich sagen, nicht komplett im Sinne. Ich muss sagen, ich bin nicht mehr so groß frustriert. Ich habe so groß wechselt. Ja klar. Ich glaube, jeder von uns. Alle. Leute, jeder kennt sicherlich das Gefühl, wenn man so sehr geraged hat, dass man quasi nichts mehr übrig hat, um zu ragen. Ja, ich sag, dass alles raus ist und man nichts mehr hat. Ich sag mal so, ich habe jetzt innerlich im Kopf ein bisschen abgeschlossen. So, ich denke mir jetzt, okay, gut, passiert. Hier kommen die heutigen Sieger. Ja. Und das war wirklich ein tolles Rennen. Erfolg in der Formel 1 ist für dieses Kevin Magnus, Nico Hülkenberg. Da ist Daniel Kwiat auf dem Podium. Nee, Nico Hülkenberg. Bei mir stand auch Hostwechsel dran. Kopa ist rausgeflogen bei mir, glaube ich. Bei mir hat auch zumindest rumgesponnen, die Anzeige, das kann ich bestätigen. Okay, aber deswegen ist bei mir Kwiat auf dem Podium anstatt Mihawk. Genau, bei mir ist Hülkenberg erster. Egal, ihr wisst natürlich, wer für Hülkenberg steht in dem Sinne. Zehnter ist bei mir auch Ocon. Ja, Nico Hülkenberg ist Gewinner dieses Rennens. Ich glaube, ich bin. Daniel, schau mal, ob du die anderen echten Fahrer sehen kannst in der Tabelle. Ja, eben, du bist rausgeflogen, deswegen. Und als einziger? Ja. Und die anderen stehen dann auch in der Tabelle bei dir, Daniel. Tun's. Dann ist es gut. Ja, egal. Übrigens, Bottas hat einen DNF. Ja. Aber Bottas, Mann, das ist. Verstappen hat eine 3-Sekunden-Strafe. Ja. Wofür? Aber ich bin auch nicht mehr in der Lobby. Also, ich bin allein in der Lobby. Mehrere Warnungen. Ja, das war anscheinend ein Formel 1-Bug oder mein Internet ist irgendwie abgekackt. Ja, wir sind ja zu Ende gefahren, ist ja alles gut. Genau. In dem Sinne, ich bin halt happy, weil erste Saison. Motoren kaputt sein geschehen. In der zweiten Saison war ich so verstört von USA und so mit Intermediates, dass ich halt keinen Bock hatte überhaupt auf Regenreifen zu wechseln und deswegen am Ende dann ja von Caddy und Mjörk gesnackt wurde in Kanada. Da hat glaube ich Caddy hatte in Saison 2 Caddy gewonnen, Genau. So eins hat Daniel gewonnen. Und Björn, drück mal weiter. Ich bin happy. Hab schon. Also, ich bin ja theoretisch rausgeflogen. Ich kann nicht bei euch weiter drücken. Ich bin schon im Lobby-Menü. Ja, allein. Gut, dann muss ich hier beenden. Wir sehen uns bei Formel 1. Bis dann. Ciao.